Was geht ab, mein Ozi-Fighter Oseri, und heute zum Teambuild-Guide und Showcase zum neuen LR Gohan und Goten. Bevor dem loslegen, Freunde, awaken sie erstmal zu ihrer TOE-Version. Und zwar brauchen wir an der Stelle für die TOE-Version folgende Medaillen: 35 aus dem neuesten Dokken-Event vom neuen LR Gohan und Goten. Und dann, ja, das Artwork der TOE-Version finde ich wirklich, sieht auch geil aus. Viele Charaktere, die so in als Duo kommen, der Artwork der TOE-Version sieht übel geil aus. Schaut euch das mal an. Schon cool, auf jeden Fall. Genau, und so cool auch die TOE-Version nun aussieht, bringen wir sie erstmal auf die LR-Version. Denn darum geht es heute dann im Teambuild-Guide und Showcase, wie gesagt. Und zwar brauchen wir für die LR-Version 35 weitere aus dem neuen Dokken-Event, von ihrem eigenen Dokken-Event, 7 aus dem Family Kamehameha Story-Event, jeweils von jedem 7 von Goku, Goten und Gohan. Die Medaille bekommt ihr aus 7 Story-Event aus Stage 6. Und dann, ja, Freunde, dann bringen wir sie zu der LR-Version. LR Super Saiyan Gohan und LR Super Saiyan Goten. Das Ding ist, sie brauchen leider 19 LR-Kai, also sie haben keine farmbare SA auf SA10. Ihr braucht 19 LR-Kai, Grand Kai, Steep Me Kai, was auch immer. Wenn ihr das aber gemacht habt, beziehungsweise werde ich das gleich machen, ich werde sie hochtrainieren, dann gucken wir uns erstmal im Detail an. Ich sage euch was zum Teambuild-Guide und dann packen wir sie in einen Showcase rein. Jedenfalls, so sind sie auf Level 150, das sind ihre Stats, 55% im Dupe-System, aus vorweg im Dupe-System könnt ihr auf 20 Crit gehen, 6 Additional Attack, wenn ihr bis zu 2 Dupes seht, beziehungsweise ich würde auf jeden Fall auf mehr Crit gehen, den Rest auf Additional Attack, ich sag's mal so. Das sind ihre Sets, wie gesagt, sie haben gute Sets, sie haben wirklich einen hohen Angriff, hohe HP auch, Verteidigung ist auch solide. Leader-Skill, durch den Leader-Skill geben sie der neuen Kategorie Siblings Bond Key plus 4 auf den Angriff 170%, auf HP und Verteidigung 150% oder der Goku's Family Key plus 3 auf den Angriff 170%, auf HP und Verteidigung 130%. Mit der ersten Super Attack erhöhen sie ihren Angriff stark für eine Runde, machen Colossal Damage. Mit der zweiten erhöhen sie ihren Angriff wieder stark für eine Runde und machen Mega Colossal Damage. Dieser Boost sind 50% auf den SA Multiplayer für eine Runde, also sie werden auf jeden Fall dadurch gut geboostet. Passive sieht folgendermaßen aus, Freunde, auf den Angriff und auf die Verteidigung haben sie immer 58%, sie machen immer zusätzlich einen Additional Attack. Diese Additional Attack hat eine Medium Chance, eine Super Attack zu sein, die 12 Key Super Attack, und diese Medium Chance sind 25%. Sie bekommen jedes Mal Key plus 1 und auf den Angriff und auf die Verteidigung 10% mit jedem Angriff, den sie betätigen. Maximum ist hierbei Key plus 5 und bis zu 100% Attack und Defense. Zudem disablen sie Rampage. Das ist quasi für das Broly Dokken-Event, Berserk of Destruction. Jedenfalls, Freunde, von der Passive her ist das ist gestört, ihre Passive. Sie machen mindestens immer ohne Dupe zwei Angriffe. Heißt, sie stacken das pro Runde immer zweimal. Maximal, wenn man Dupes hat, quasi durch Additional Attack bis zu dreimal. Das Gute aber hierbei ist, das wird separat kalkuliert. Und deswegen kommen sie, wenn sie ihre vollen Stacks haben, jetzt auch abgesehen von den Key plus 5 zusätzlich, kommen sie auf Angriff und Verteidigung 216% nach 10 Angriffen. Nach 10 Angriffen haben sie 216% Angriff und Verteidigung. Sie werden sowohl gut Schaden machen, als auch defensiv stark sein. Das werden wir gleich sehen. Sie haben aber auch einen Active Skill. Und zwar mit dem Active Skill, diesen könnt ihr aktivieren ab Anbeginn der dritten Runde, wenn man gegen einen Gegner kämpft und wenn die HP 59% und drunter sind. Es sind viele Beschränkungen dabei, aber man wird es auf jeden Fall oft sehen, Freunde. Also so selten wird das nicht sein. Das kann ich so sagen, nachdem ich sie ein paar Tage getestet habe. Aber wenn sie den Active aktivieren, kommt es zu folgendermaßen: Massively Raise Attack. Also sie erhöhen ihren Angriff massiv, wenn ich das so übersetzen darf, Freikopf. Und also für diese Runde für den Active-Skill, und machen hier an der Stelle Ultimate Damage. Dies wiederum heißt, der Ultimate Damage Multiplier ist 550% und dieser Massively Raises Boost ist 100%, also diese 100% werden auf den Ultimate Damage Multiplier verrechnet. Jedenfalls, so viel dann auch zum Active Skill. Wenn wir uns aber hier bei ihnen die Link Skills ansehen, dann könnte es ein wenig problematisch sein, denn sie haben nur einen Key Link Skill. All in the Family gibt auf die Verteidigung 15%, Super Saiyan 10% auf den Angriff, Golden Warrior ist das nämlich. Key plus 1 auf den Verteidigungsgegner ist minus 2000. Das ist ihr einziger Key Link Skill, so sagen sie Kamehameha. Blazing Battle haben auch nicht so viele Charaktere, 15% auf den Angriff sind das, aber das nehmen wir auf jeden Fall an. Fierce Battle sehr gut, 15% und Legendary Power. In den Cartoons sind vertreten Siblings Bond, Movie Heroes, Hybrid Saints, Majin Buu Saga, Goku's Family, Joint Forces, Full Power. Jetzt, wie könnte man ein Team mit den Charakteren bauen? Vor allem in Anbetracht dessen, dass man quasi Charaktere braucht, die sie auch ein wenig supporten. Da will ich euch nichts erzählen, aber in ihren Kategorien oder in den Teams, in denen sie vertreten sind, gibt es wirklich gute Charaktere, sodass die Atmosphäre um sie herum auch gut ist. Also ihr nehmt da nicht nur einfach Supporter rein, um sie zu supporten, sodass nur die Karte gut ist. Nein,
Ich werde euch die Konstellation zeigen, da werdet ihr auch merken, wir werden auch ein, zwei Teams testen, dass sie wirklich was drauf haben und dass ihr Team auch wirklich gut ist. Jedenfalls, wie baut man ein Team mit den Charakteren? Nun, ihr Leader-Skill gibt den Siblings-Bond-Charakteren einen Boost und den Goku's Family. Goku's Family-Kategorie ist so eine Bereicherung. Die Kategorie ist gut, groß, es gibt sehr gute Charaktere, aber auch die Siblings-Bond-Kategorie ist sehr gut. Deswegen filtere ich meine Liste erstmal nach Siblings-Bond und nach Goku's Family. Boom. Natürlich kommt es jetzt bei jedem drauf an, welche Charaktere ihr habt, aber ich werde quasi versuchen, allgemein mal ein Teambild hier vorzuschlagen für den Elegorn und Goten. Zuallererst haben wir Elegorn und Goten. Wir wollen Elegorn und Goten in einer Rotation spielen, heißt, wir wollen mit ihm erstmal einen Partner suchen. Wir wollen ihn einen Partner suchen. Bei der Partnerwahl kann man eigentlich nicht so viel falsch machen, was den Angriff-Link-Skill angeht. Fierce Battle, Super Saiyan sind, sag ich mal, Standard. Wenn der Charakter Blazing Battle hätte, wäre es sehr, sehr gut, weil das sind weitere 15% auf den Angriff. Wenn der Charakter Golden Warrior hätte, wäre es auch nicht schlecht. Aber ich sag mal, um die Key werde ich mich kümmern durch die Supporter, durch die Rotationscharaktere und vertraut mir nach ein, zwei Runden, das werden wir gleich sehen, bauen sie aber auch gut Key auf und gut Angriffsverteidigung, sodass sie dann wirklich auch selbstständig starten können. Aber jetzt bei der Wahl für einen Partner. Wie gesagt, das, was ich aufgezählt habe, wäre gar nicht mal so schlecht. Da sind zwei Charaktere, wären wirklich sehr, sehr gut mit ihm in der Rotation. Der beste mit ihm in der Rotation wäre der neue Physisch-Gohan. Denn der neue Physisch-Gohan teilt mit ihm hier an der Stelle All in the Family, Super Saiyan, Golden Warrior, Blazing Battle und Fierce Battle. Dieses Blazing Battle ist mir sehr wichtig. Es haben nicht viele Charaktere. Er ist ein Charakter, der es hat und ist ein guter Charakter, denn er ist auch noch zusätzlich ein Supporter. Er gibt der Movie Heroes Kategorie Key Plus 2 Attack und 40%. LG ist in der Kategorie und bekommt selbstständig auf den Angriff und Verteidigung 100%, wenn er gegen einen Movie Boss Charakter kämpft. Heißt, ich lasse den Gohan mit LRGG in der Rotation, aber dieser Gohan ist ein guter Charakter, also ihn würde ich nicht schlecht reden, das werden wir auch gleich sehen. Das ist dann nicht so, nur ich nehme nur einen Supporter mit ihm rein, sodass LRGG gut wird. Nee, die Rotation an sich wird gut sein, das werden wir gleich sehen. Und er bekommt, wenn er gegen einen Movie Boss Charakter kämpft, selbstständig auch auf den Angriff und auf die Verteidigung 100%. Wenn ihr den aber nicht habt, das ist ein neuer Charakter, dann gibt es gerade für jeden eine gute Auswahl, um einen guten Partner zu holen mit den Schriftrollen, wie gesagt, Easy A Goten, Freunde. Easy A Goten würde ich nicht unterschätzen. Easy A Goten linkt sich mit ihm. Er hat Blazing Battle, Golden Warrior, Super Saiyan, das nehmen wir an. Wenn ich ihn als Partner für LRGG mitnehmen würde, dann würde ich aber auf jeden Fall einen Supporter mitnehmen oder einen Rotationscharakter, der Fierce Battle hat. Was macht Goten so gut? Was macht Goten besser als Easy Gohan und Easy Goku? Goten ist ein Orb-Changer. Goten sorgt für Rainbow Orbs. Wir wollen Orbs auf jeden Fall für unseren LR. Goten hat auf den Angriff und auf die Verteidigung 70%. Und Easy Goten kann man mit ihm auf jeden Fall in eine Rotation lassen. So, das wäre mehr oder weniger, das wären die zwei besten Partner meiner Meinung nach für LRGG. Es gibt natürlich auch andere Partner. Entweder geht ihr die Schiene, dass ihr einen Charakter mit ihm nutzt, der zum Beispiel einen Key durch die Passive gibt. Da würde mir zum Beispiel C17 einfallen. MVP C17 gibt Key plus 3, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Die beide Innovationen kann man auch spielen. Dann würde Super Saiyan fehlen, aber wenn ihr dann einen Supporter mitnimmt, der Super Saiyan hat und dann LRGG in die Mitte stellt, nice. Er hätte aber kein Blazing Battle. Aber ihr merkt schon, worauf das hinausläuft. Ihr müsst also erstmal gucken und einen guten Partner für LRGG finden. Ein guter Partner zahlt sich in dem Fall für ihn aus, wenn er mindestens ein, zwei seiner Link-Skills triggert und wenn er dann zusätzlich ihm Key geben könnte oder für Orb sorgen könnte. Ich zeige euch noch gleich weitere Charaktere, die gut wären für LRGG als Supporter, sage ich mal. Ich werde ihn mit meinem Physisch-Gohan in der Rotation spielen. Dann die Zeitrotation, Freunde, da seid ihr völlig frei. Die Zeitrotation könnt ihr aus der Kategorie so basteln, wie ihr wollt. Wir haben ja ein LR-Virus, wir haben ja Easy-A-Tech-Virus. Die funktionieren auf jeden Fall auch gut in der Rotation. Wir hatten LR-Gohan mit Full-Power-Goku beispielsweise. Linken sich auch sehr gut. Da geht sehr viel. Ihr könnt auch zum Beispiel, wenn ihr LR-Super Saiyan 3 Goku habt, mit Angel-Goku in der Rotation halten. Oder Angel-Goku mit Super Saiyan 3 Easy A Goku. Da geht halt sehr viel. Ihr könnt Transforming Goku mit Super Saiyan Bardock halten. Ihr merkt, es ist halt dieses gestört, weil wir haben halt die Goku's Family Kategorie nicht noch am Start. Wisst ihr, was ich meine? Also da geht in die Zeitrotation, seid ihr wirklich sehr frei. Da müsst ihr gucken, okay, welche Charaktere linken sich gut miteinander. Beispielsweise Evo Vegeta, der ist gerade reversed, nicht schlimm. Mit dem God Vegeta würde auch funktionieren. So ist nicht. Das geht auf jeden Fall fein. Sie teilen sich zwar keine Key, aber God Vegeta selbstständig bekommt der Key, wenn ihr dann einen Supporter habt, der Key für Key sorgt oder Prepare for Battle hat, Evo geht in die Mitte stellt, alles gut. Also die Zeitrotation könnt ihr frei sein, da geht wirklich sehr viel. Schaut einfach, ja okay, welche Zeitcharaktere linken sich sehr gut in eurem Team, nehmt sie mit. Ich nehme hier an der Stelle LR Gohan mit Full Power Goku
Auf jeden Fall sehr gute Combo auch. Wir haben hier Shocking Speed, Super Saiyan Fierce Battle. Wir haben leider keinen Saiyan Raw für Full Power Goku. Ihr könntet aber einen Saiyan Raw Supporter mit reinnehmen, wie zum Beispiel Super Saiyan 3 Goku GT. Ich werde darauf verzichten, sage ich mal, denn er gibt keine Ki und ich will auf jeden Fall Ki-Supporter, also Rotationskräfte, die für Ki sorgen. Eigentlich könnte ich ihn auch mitnehmen, so ist nicht, weil ich halte ihn ja mit Gohan in der Rotation, mit dem Physisch Gohan und der gibt ihn ja Ki. Aber ich verzichte mal auf Saiyan Raw und nehme mir zum einen den Super Bad Road LR Goku mit. Also jetzt geht es um Support-Charaktere, dass ihr Support-Charaktere mitnimmt. Ich nehme ihn hier mit, er gibt Super Class verbündeten Key plus 2 auf den Angriff als Verteidigung 30% und zusätzlich, wenn er unter wie viel Prozent fällt? 50% fällt, dann bekommt er noch, gibt er noch weitere Angriff und Verteidigung 20%. Das Gute bei ihm ist quasi, warum nehme ich ihn mit? Wenn er in die Rotation kommt mit LRGG, dann hat noch LRGG dank ihm Legendary Power. Ist ein kleiner Boost, aber nehmen wir auf jeden Fall mit. Und eines der wichtigsten Supporter in seinem Leader-Skill. Wenn ihr sie habt, dann nehmt ihr sie verdammt nochmal in dieses Team. Bulla. Nein, ich mach keinen Scherz. Bulla gibt nämlich jedem Verbündeten Ki plus 3 und 40% auf den Angriff. Das ist Thales, seine Passive. Zusätzlich dazu hat sie eine Chance, gegnerische Angriff zu dodgen. So würde mein Team aussehen, Freunde. Das werden wir heute showcasen, aber nicht nur das, sondern ich werde noch eine weitere Konstellation zeigen, nämlich, boom, diese hier. Diese Konstellation dreht sich komplett um LRGG. In dieser Konstellation spiele ich nur mit einem LRGG in einer Rotation und habe eine Zeitrotation. In dieser Rotation, oder sorry, in diesem Team werde ich den Friend involvieren. Heißt, ich werde ein LRGG in einer Rotation lassen, meinen und den Friend auch. Und deswegen habe ich diese Charaktere gewählt. Warum? Beispielsweise, mein LRGG lasse ich mit Physisch Gohan in der Rotation. Den Friend lasse ich mit Issei Goten in der Rotation. Und dann habe ich drei Charaktere, die rein und rauskommen, die individuell stark sind, also Zips sind sehr gut Charakter, sorgt für Key und auch dann Supporter. Diese zwei Konstellationen werden wir heute testen, Freunde. Ich werde auf jeden Fall gespannt sein, wie beide sein werden. Ich kann mich noch nicht entscheiden, welche von beiden mir mehr gefällt. Aber das dreht sich halt komplett um LRGG, sowohl eigener als auch Friend. Und hier das eine Rotation. Und bevor wir dann quasi in das Showcase reinspringen, Freunde, noch eine kleine Sache. Ich habe mir eben hier etwas zusammengebaut, nämlich Charaktere, die für LRGG, also aus meiner Liste, für LRGG gute Supporter wären. Supporter in dem Sinne, dass sie quasi entweder Keyboost geben oder hier an der Stelle durch irgendeine Art und Weise sie durch, mit Keys supporten, also Orb Changer. Das wären so gute Charaktere, die ihr mitnehmen könnt. Ihr seht viele Orb Changer, viele Charaktere, die Keys haben. By the way, sind das Charaktere, die in seinen Kategorien vertreten sind. Also in allen Kategorien, Movie Heroes, Muhammad, Majin Buu, Saga und. Da müsst ihr mal reingucken, welche Charaktere habt ihr. Das sind überwiegend viele Charaktere, die Keyboost haben für Orbs, Sorgen, Orbs, Change und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, lange Rede, kurz Sinn. Wir werden ihn heute nur in ihren eigenen Leader testen, Freunde. Sie sind natürlich noch, also ich sag mal folgendes. In Hybrid Saiyans und Majin Buu Saga sind an sich ähnliche Charaktere, die auch hier quasi im Team sind, so von den Supportern der Bulla, Issei Goten und so weiter und so fort. Goku's Family ist da gerade unter seinem eigenen Leader Skill. Joint Forces muss man nicht unbedingt spielen, kann man aber auf jeden Fall. Movie Heroes passt da auch sehr gut rein, weil wir da einen Allied Great Simon zum Beispiel haben. Wir haben einen Ted Godku dafür, Orbs, Sorgen und so weiter und so fort. Und Full Power, kann man ihn auch spielen, da hat es auch gute Zeit, drei gute Supporter, aber da findet man schwer einen Rotationscharakter für ihn, weil weder der Physisch Gohan noch die Issei-Charaktere, die Issei-Family-Charaktere sind in Full Power, aber kann man auf jeden Fall dennoch spielen. Wie gesagt, wir testen mal dieses Team zuerst und dann dieses Team, dann vergleichen wir das Ganze mal. Alles klar, also wir werden die zwei Teams jetzt mal gegen das Broly-Event testen und zwar sind die Rotationen aber nicht so nett, nicht schlimm. Wir machen das Ganze einfach mal so und gucken, wie das Ganze verlaufen wird. Freunde, wenn euch das Ganze im Endeffekt gefällt oder bis jetzt schon gefallen hat, dann könnt ihr dem Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Vielen Dank für die ganze Unterstützung in der letzten Zeit. Wirklich sehr stark von euch. Dankeschön dafür. Wir bewegen uns auf die 24.000 Abonnenten zu, auf den 24-Stunden-Stream. Heißt, wenn ihr Bock drauf habt oder wenn ihr quasi, wenn euch das Ganze gefällt, dann dürft ihr dem Ganzen auch gerne auf jeden Fall ein Abo da lassen. Okay. Wie gesagt, Team Nummer 1 testen wir, wie das Ganze läuft. Wir haben nur ein LRGG in einer Rotation. Den Friend rotiere ich auch rein und raus. Oh, 1 Million, der ist auf 55%. Aber wir kämpfen gegen Movieboss-Charakter, deswegen. Oh, guck mal, sehr schön. Sogar die hauen das weg. Sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir LRG drin, beide 55%. Ja, die Rotation ist nicht so gut, werde ich euch nichts erzählen. Aber wir bekommen trotzdem auf der gute Key. So gesehen, beziehungsweise haben wir einen Supporter am Start, der sorgt für Key, sage ich mal. Aber das Ganze wird noch besser. So gesehen hat er kaum Angriffslinks getriggert. Nur Legendary Power, sag ich mal. Und, okay, die erste Super Attack 1,5. Davon lassen wir uns erstmal nicht irritieren. Aber wir vergessen dann Additional Ulti nicht. Und ihr seht es auch schon. Wir haben ja letztens über Alec, Kalifla und Kale geredet, dass sie einen Hidden Key Multiplier haben. Weil erst mit Alec, Kale und Kalifla wurde klar, okay, da gibt es einen Bug im Spiel. Und
Charaktere, bzw. LRK-Köpfe an der Stelle, kommen auf mehr Key, als sie eigentlich haben sollten. Wir wissen ja, LRK kann auf 24 Key kommen, aber da ihre Key separat kalkuliert wird, kommen sie auf 30 Key. Und diesen Bug gab es ja schon seit Ewigkeiten in Dokkan Battle, aber man hat das dann erst quasi mit LRK und Khalifa entdeckt. Und bis jetzt gab es noch keinen Fix auf Dokkan JP, aber in Dokkan Global gibt es diesen Bug auch. Das habt ihr gerade gesehen bei der 3,8, nice. Das habt ihr gerade gesehen bei der Additional Attack. Der hatte mehr als 12 Key. Und eigentlich sollte es bei LR, Gohan und Goten auch einen Hidden Key Multiplayer geben. Heißt, ihre höchste Key sollte 29 sein. Das stand auch vor ein paar Tagen auf Dokkan Battle Wiki. Heute steht es nicht mehr dran. Deswegen habe ich es am Anfang nicht erwähnt. So, boom. Das ist zum Beispiel eine sehr schöne Rotation, Freunde. Fertig, ich lasse meinen Physisch Gohan in der Rotation mit ihm. Physisch Gohan ist nicht schlecht. Ich habe einen Supporter, der reinkommen ist. Wir bekommen sehr viel Key. Er hat jetzt quasi 2 Angriffe schon gemacht. Heißt, wir haben schon einen guten Boost bekommen. 2 Key plus 2 zusätzlich bekommen. Wir kommen auf die Ultra Super Attack. Und das Team muss nur einfach stimmen, Freunde. Und dann kommt er auch auf seine Ultra Super Attack oder auf gut Key. Vertraut mir. Und das Team, so wie ich das gebaut habe, die Charaktere, die ich vorgeschlagen habe, das sind halt nicht nur Supporter, sondern es sind auch gute und starke Charaktere, sage ich mal. Genau. So, jetzt muss ich ganz kurz aufpassen. 1,1 hat der. Jetzt muss ich ganz aufpassen, weil das hat kurz geleckt. Komischerweise fragt mich nicht. Oh mein Gott, bitte, warum? Was ist hier los? 4,2! 4,2! Und da geht noch mehr. Unglaublich. Unglaublich. Ich tue mal das Ganze ganz kurz neu starten, dann sehen wir uns gleich wieder, weil das hat mir gerade ein bisschen geleckt, sag ich mal. Alles klar, dann sind wir wieder zurück. Nächste Rotation. Und die Rotation ist halt auch gestört. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben ja... Bitte, Leute, also... Full Power Goku mit LR Gohan. Die Rotation funktioniert auf jeden Fall auch sehr gut. Aber habt ihr das gesehen? Das war legit. Er hat nur... Er kam... Das war die zweite Runde, in der er reinkam. Und schon hatte er so ein Angriffssatz drauf. Und da geht eigentlich noch mehr. Maximum sind 10. Also 10 Stacks. 10 Angriffe. Und dann kommt auf 216% Angriff und Verteidigung. Und wir hatten nur 2 Angriffe zuvor. Und boom! Schaut euch diese Rotation an. Ich flehe euch an, Freunde, bitte. Diese Synergie, sie trotzt einfach nur. Bei einem Charakter, der durch sein Linksgesetup nur auf Key plus 1 kommt, haben wir schon die Ultra Super Attack. Das Synergy, Freunde. Die Teambuilding. Die Teambuilding sind am wichtigsten. Jetzt hören wir uns mal kurz den Actus gelandet. Let's go. Oh mein Gott, wie laut! Wie laut! Warum war das so laut? Warum war das so laut? Ich hab's extra leise gestellt. Aber ich habe auch schon von vielen gehört, dass bei vielen buggt. Wisst ihr was? Warte mal. Wir machen das so. Wir hauen den so raus. Ich habe auch von vielen gehört, dass es irgendwie buggt. Dass es entweder zu laut ist oder auch erklingt, wenn es leise ist. Und ein bisschen komisch und so weiter. Bei mir ist die Stimme übel laut. Oh, okay, was denkt ihr? Bei mir, ihr habt es auch selber gehört, die Stimmen sind übel laut, aber Background-Musik war übel leise. Also kann sein, dass da irgendwas buggt, aber ihr könnt ja den Active-Skill umstellen, Freunde. Oh mein Gott, das war mir zu viel Schaden. 5,2! 5,2! Was? Und er hätte noch einen Endeshell-Tag. Gehen wir mal zum zweiten Team, let's go. Alles klar, Team Nummer 2, jetzt hatten wir 2 LRGG in einer Rotation. Der Friend hat 2 Dupes. Heißt, ich bin auf jeden Fall drauf geschaut, aber die sind beide in einer Rotation, das ist ja gar nicht mal gut. Naja, wir behalten hier mal einen Issei Goten, jetzt werden wir auch gleich sehen. Issei Goten sollte man auch nicht unterschätzen, Issei Goten auch ein sehr guter Charakter. Wir haben sehr gute Orb-Placements, sag ich mal. Gute und nette Orbs hatten wir an der Stelle. Und dann gucken wir, wie das Ganze jetzt verlaufen wird. Aber ihr, guck mal, ihr seht das wirklich. Wenn ihr, guck mal, 1,35 Issei Goten, der ist auf 100%, nehme ich auf jeden Fall an. Und so gesehen ein nicht wirklich Free-to-Play-Charakter, aber ihr bekommt ihn gerade free mit den Schriftrollen. Also wenn ihr LRGG habt oder LRGG ziehen wollt, dann würde ich eher Issei Goten von all den 3 empfehlen. Gut. Und ihr habt es gesehen, was er drauf hat. Er hat mir zu viel Schaden genommen. Das war mir zu viel Schaden. Seine Verteidigung musste schon ein bisschen mehr stacken, so ist es nicht. Aber was den Schaden geht, habt ihr gesehen, das ist eine reine Eskalation. Okay, dann behalten wir den Friend mal hier mit dem drin. Und meinen eigenen lassen wir dann mit Issei Goten drin. Let's go. Okay. Der Friend hat 2 Dupes gesagt. Bin gespannt, was... Oh mein Gott, guck mal da hinten. 2,3 Millionen mit der 12 Key. Okay, aber der hat 2 Dupes, der Friend. Richtig. Und die Edition... Guck mal, wir haben die Edition Attack. Wir konnten die kaum sehen. Der Gegner war schon... Der war schon down, bevor er überhaupt seine Zeit Edition Attack in den meisten Fällen starten konnte. Okay, so. Hier gefällt mir eines nicht. Und zwar... dass immer noch kein LRG in der Rotation ist. Aber ihr merkt auch schon, die anderen Charaktere sind auch gut. Und das war mir eben wichtig bei dem Teambau. Dass ich nicht nur... Also...
Weil ich denke mir, viele haben es wahrscheinlich gedacht, boah, okay, der braucht auf jeden Fall sehr viele Supporter. Und diese Supporter sind halt Supporter und einfach nur, also nie, keine guten Charaktere. Aber nein, guck mal, wir haben ja auch einen C17 am Start. Ein sehr starker Charakter. Ich sehe Goten, so gesehen, Orb-Change-Supporter. Bulla kann dodgen. Es gefällt mir übel, das Team mit ihnen gefällt mir übel. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, welches der beiden Teams gefällt euch mehr. Oder an sich, spielt ihr mit zwei LRGG oder nur mit einem? Könnt mich gerne wissen lassen, oder an sich, lasst mich gleich wissen, wie eure Teams denn mit LRGG aussehen. In ihrem eigenen Team bekommen sie ja Double Key plus 8, das ist sehr, sehr gut. Aber in dem Movie Heroes Team kann man sie auch sehr gut spielen, weil da ein LRGG Simon vertreten ist. Jetzt schaut euch das an. Zwei Dupes, Ultra Super Attack, 24 Key. Oh mein Gott, oh, der arme Broly, der arme, 752.000, der arme Broly, der arme, der, oh mein Gott. 5,4, oh mein Gott, und da geht einfach noch mehr, Freunde. Der hat vielleicht, das war sein dritter Angriff, glaube ich, jetzt. Da geht, man kann das bis zu 10-mal stacken, bis zu 206% Angriff und Verteidigung. Ich bin überwältigt von dem Charakter, ganz ehrlich, ich muss da, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich finde den Charakter wirklich sehr, sehr gut. Ja. Das ist ein sehr guter Charakter, wirklich. Vor allem jetzt, auf JP kam ja das Event mit Goku, das schwere Event mit Goku. Schwierige Event mit Goku. Und der Charakter wird auch sehr gut sein, sofern sie natürlich auf JP irgendwann kommen. Oder wenn das Event auf Global kommt. Das Event wird natürlich früher oder später auf Global kommen. Könnte vielleicht dauern, ich denke, das braucht sogar Zeit, oder wer weiß, vielleicht kommt es auch früher als gedacht. Aber so geil auch LRGG ist, 2,6 nur an der Stelle. Wir hatten eine Rotation, wir hatten okay 1,8, sehr gut, sehr gut. Also 2,6 nur, aber ich glaube, der hat noch gar nicht angegriffen. Das war sein erster Angriff, genau. Und wir hatten hier keinen, sag ich mal, Attack und Death Boost Support, aber trotzdem nehmen wir das auf jeden Fall mit, weil er kam auf seine 24 Key. Jetzt habe ich auch total vergessen, wo ich stehen geblieben bin. Wollen wir das mal so machen? Normalerweise würde ich gleich mit dem drauf. Ja, ich gehe gleich mit dem drauf. Let's go. Wir wollen das nicht in Länge ziehen. Es ist genial. Das Team. Achso. Aber ich würde trotzdem 5,2. Also das Geschirrt war derzeit Dupes. Meiner ohne Dupes hatte auch diesen Wert vorhin. Und guck mal, seht ihr das? Der hat 24 Ziel gehabt mit. Oh mein Gott! Oh mein Herr, raus mit dir, Broly. Also, Freunde, zusammenfassend muss ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Charakter. Natürlich braucht man auch gewisse Charaktere, gewisse richtige Charaktere, damit man ihn richtig in ein Team spielen kann. Aber es gibt viel Auswahl, Freunde. Ihr müsst einfach mal in euer Team gucken und nach den Kriterien die Charaktere filtern, die ich euch genannt habe. Wenn ihr sehr gute nicht habt, nehmt ihn auf jeden Fall auch mit rein. Und ja, ich finde ihn überwältigend. Ist wirklich ein sehr guter Charakter. Also er muss sich mal so viel stacken. Legit, es ist die zweite Runde und schon hat er auf jeden Fall sehr gut Angriff. Man macht sehr guten Schaden. Und ja, ihr könnt mich gerne wissen, was ihr von dem Charakter haltet. Ich sage trotzdem aktuell vorsichtig aus und kein Must-Have. Ich habe euch ja empfohlen, nehmt den ersten Durchlauf mit. Es sind nur 10 Zones. Danach würde ich vielleicht nicht allzu ham gehen, weil auf Global ist halt ein bisschen das Problem. Er kam vor dem Jubiläum. Und die Jubiläen-Banner, Freunde, da kommen die Gacha-Coins. In den Jubiläen sind jeweils, in jedem Banner sind jeweils Saidokan Festival, LR Gogeta, Vegito, 4-fach Goku, 4-fach Vegeta. Das sind sehr gute Charaktere. Da wäre meine Empfehlung einfach da, dass da der Wert dieser Banner, der Jubiläen-Banner, mehr ist oder höher ist, würde ich eigentlich das sammeln. So viel zu den Teambuild-Guide und Showcase. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, so viel kannst du auf jeden Fall ein Like geben. Und dann sehen wir uns, hoffe ich, das nächste Mal. Mach's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.